Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Penumbra Overture. Continue from last save, natürlich. Ich sagte, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es weniger flüssig läuft als die letzten Male. Aber was ich weiß, das könnt ihr mal ausprobieren. Ist, dass wir jetzt in einem Ladebildschirm sind. Und ja, einer mehr oder weniger macht's ja jetzt auch nicht, ne? Ja. Gerade von der. Na, eigentlich habe ich gerade was gegessen. Davor habe ich was aufgenommen. Was noch nicht oben ist, wahrscheinlich. Oder es ist oben. Ja, die Idee war interessant. So. Ah ja, ich muss ja mit Maus spielen. Stimmt. Naja, hier habe ich aufgehört. Da habe ich alles gemacht. Das habe ich hier. It's filled up and ready to burn. Burn, burn, burn. Euch benutze ich nicht. Warte mal, da muss ich mal ein bisschen umrangieren. Das ist heilen. Na, da haben wir das. Da haben wir das. Okay. Links, rechts, ne, rechts, links, rechts. So, warte mal, was war denn hier? Ah ja, hier war das, genau. Ist schon wieder eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Sprich, ich so viel und so alles erinnere ich mich vielleicht nicht mehr, aber egal. Ich weiß noch, dass ich es spielen möchte, will, muss. Was ist denn das? Ja, mit Fernsehen läuft man im Hintergrund, deshalb ist hier noch, also stumm geschaltet natürlich. Deswegen habe ich hier noch ein bisschen Licht dran. Gott, das war laut. So. Okay. Ich kann mich. War das schon immer so dunkel? So. Ja. Übrigens, damit müsst ihr mal auskommen, ne? Hier mit dem. Na. Ich kann sie anmachen und aus. Okay. Bloß herkommen, mein Freund. Jesus, I've never been scared in my life. I can feel my heart racing. If anything gets within more than a few feet of my hiding spot, I better not stare it out. Anything within my field, blah, blah, blah. Komm her, du kleiner Bastard. Ich hab wieder. Oh. Also direkt mit dem ersten Mapwechsel kommen die. Egal wohin. Ach so. So, komm mal her. Komm mal her, du kleiner. Kleiner Drecksack. Hier. Hörst du das? Komm her. Hier, Licht. Ich habe noch mehr davon. Denk ja nicht. Ich würde jetzt aufgeben. Hey! Komm zurück! Komm her.
dir in den Arsch treten. Ich will jetzt hier auch nicht Stunden rumstehen. Komm her. Wird wahrscheinlich diesen ganzen... Okay, das war's. Okay. Das war's hiermit. Boah. Kann ich hier nicht irgendwo noch... Das mag ich halt noch am ersten Teil. Du kannst den Monstern einfach mal in den Arsch treten, wenn die dir zu nahe kommen. Leuchten deine Augen noch. Vor allem, wenn man den sich mal so genau anguckt. Sonst sieht er nicht mehr aus. Ja, ja. Und es gibt hier so diese Art Vorsprung. Storage Room. Was sagt das? Nix sagt das. Workshop. Hier ist ein Workshop in der Nähe. Da ist der Workshop. Ah, das ist gut. Storage Room weich. Das. Oh! Just in case. Hier war ich anscheinend schon. Da hinten war ich. Ja, das wird ein bisschen herumgewandere. Vor allen Dingen. Weil ich gerade nicht mehr weiß, wohin es geht. Der Workshop. Dich habe ich gesucht. Warte mal, der ist ja doch noch gar nicht. Ich weiß, damals bin ich nur mit dem Ding hier rumgerannt. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Nur hier mit rumzurennen. Ich sehe fast gar nichts. Ist beides in die Richtung. Ah ja, die Karte. Wenn ich doch nur irgendwas davon lesen könnte. Warte mal. Ist das der Workshop? Oh. Die sucht denn die ganze Zeit. Nein, da geht's wieder zum Workshop. Workshop. Was ist das? Office. Stimmt. Meist war es ja immer nach dem Office, als ich dann. Hündchen gefunden hat, weil ich bin immer erst ins Office gegangen. Ach, hier bist du ja sogar. Dann erst zu den Spinnies. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Das ist natürlich auch geil. Oh. Stimmt ja. Backstrin. 15th of August, 1945. Common Bunker, Emergency Airstrip Zulu. Weekly Report. Another unremarkable weekend in Greenland. Regular supply shipments received. Standard emergency drills carried out. Routine runway maintenance completed. I've ordered maintenance be carried out twice weekly from here on in due to increased snowfall. One wounded. The one wounded figure is no cause for concern back in London. The Germans haven't extended their front line by 4,000 miles. Two of my men were caught manufacturing cherry bombs in our workshop/armory and succeeded in their blowing
off a couple of fingers. I take partial responsibility for this in that I allowed them access to the demolitions manual we keep in the storeroom, and I'm sure that's where they learned the ingredients. As a precautionary measure, I have now locked up that manual in the chest in my office and will keep a key on my person at all time. Needless to say, both men have been disciplined and the injured man has been sent from a home for medical care. I cannot help but think that a more suitable punishment would have been for him to stay out here, but the matter is out of my hands. This space is so disconnected sometimes, I feel as if this war could end and we might not even hear about it out here. Supplies requisition order. Dynamite for excavation purposes. 7 bayonets, not necessary in my opinion, but procedure states we should have a full complement. 1 industrial ice pick for removing the damn ice that forms on the external hatch. 1 pair of reading glasses, category 7C, in order for myself. My glasses are in rather a poor state of repair and could do with replacing. Reconditioning of the mine continues to progress. The structure is being fortified from potential bomb damage and excavation of previously caved-in areas in going ahead. One point of curiosity is some kind of archaeological find, an artifact buried in the earth and discovered by one of the work teams. Later this evening, after martial duty, I shall take a closer look at the artifact. It appears to be man-made and may have working part inside. I shall remove what looks like the front cover and see if I can't discover the source of the light which constantly emanates from it. Chief NCO M Major. Okay. Also, haben sie vielleicht in die Luft gesprengt. Oder zumindest, sowas in Art. Ja, da kann ich schwer sagen, ob da was drin ist. Nee, schätz mal, hier ist nichts. Nix. Nee. Stuhl, bist im Weg. Nein. Ah, ein Zettel und ein Schlüssel. Schlüssel? Okay. Copenhagen Post, Monday, 17th of August, 1930. Psychotropic deposits at the bottom of Death Mine. Researchers at the University of Copenhagen have suggested that mind-altering chemicals naturally assumed into the rock may be the cause of high suicide rates at the Greenland mine. The university, which has recently been conducting studies in isolated communities, first became interested in the workers of the Northwest Lead Mine last year. They discovered that even taking into account Greenland's naturally higher suicide rate, local figures for the last 100 years were abnormally high at 46 deaths per 100,000 populace compared to the national average of 29. On further investigation, experts diagnosed in many of the miners symptoms in common with the earlier stages of paranoid schizophrenia. This has prompted researchers to hypothesize that natural deposits of lysergic acid, a pH 4 formula recently discovered to have hallucinogenic properties, may be present in the rocks. Few locals were conducted to interview, but those who agreed to speak had their own explanation. Invid spirits known as a tour guide live in the mountains. Your university is awaiting the results of chemical testing studies continue. Okay. Also. Gott. Wir beginnen hier alle Suizid. Suizid, genau. Wir beginnen hier alle Suizid, weil wir... Oh, Batterien. Wo habe ich eigentlich die Batterien? Füllen die sich automatisch auf, oder... Die helfen mir fast gar nicht. Habe ich zwei Schlüssel? USB One Piece. Achso, ich habe jetzt zwei Schlüssel. Sag mir das auch einer. Ich habe nur einen gefunden. Old Key, Small Key. Der Old Key ist wahrscheinlich für... Und hier war doch... Nein. Irgendwo... Ah ja, eine Speichermaschine. Das kann ich ja gleich machen.
leer. Eins der Dinger, die ich nie benutze. Sollte ich vielleicht haben. Ups. Falscher Knopf. Okay, was war hier nochmal Wichtiges drin? Ah ja. Big Book of Explosives 1923 Edition. Materials required. Backstrin. Ah ja, genau. Was? Try Nitro Toluene. TNT. Armstrong's Mixture. Red Phosphorus Barium. Okay, wir werden damit jedenfalls auf jeden Fall. Wir werden damit auf jeden Fall noch was anfangen. Vor allen Dingen mit dem ersten Backstrin-Part. Ja? Nein. Nein. Gut. Ah, Dörrfleisch. Stimmt, eine Sache wollte ich nochmal ausprobieren, wo ich das Dörrfleisch gerade sehe. Es ist, glaube ich. Ja, wir sind noch nicht. Ich sag's und hoffentlich zeige ich es euch dann, wenn wir da sind. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe das Spiel noch nicht selber durchgespielt. Ich habe es nur geschaut und das ist auch schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht, ob es den Kanal überhaupt noch gibt. Zumindest konnte ich ihn unter dem Namen nicht mehr finden. Ah, noch mehr Dörrfleisch. Gib's auf. So. Diese alte olle Schreibmaschine. Warte mal. Du warst böse. Du kommst in die Truhe der Bestrafung. Na gut, das kannst du mit zwei Fingern wahrscheinlich auch nicht machen. Ja, sieht gut aus. Wo ist der zweite Stuhl? Ja gut, ist doch gleich Zeit, den Part zu wenden. Perfekt. Perfekt. So, euch habe ich durchsucht. Dann gehen wir nochmal schauen. A man, an old man, clutching something unseen. He is strange, and yet he is no stranger. Never seen before, so I know this man before me is Howard. I call him father. It was different, but the same. That time, like I had more control, but over what? Ja, bei mir kam es immer erst beim zweiten da drüben, ne? Und noch einmal. So. Okay. Ich würde sagen, das war's für den Part mit Let's Play Penumbra. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin. Ciao, Leute. Thank you.